Oh, du schaust auch zu? Ja, servus erstmal! Schön, schaust du wieder mal rein. Was können wir jetzt da am besten machen? Du hast dir jetzt extra Zeit genommen, um da vorbeikommen. Machen wir doch ein kleines Interview-Video. Mit dem Daniel von Lebensfreude. Bist du dabei? Thema? Ich würde mal sagen, es wird schlüpfrig. Legen wir gerade los. So, es ist wieder mal so weit. Ich bin da mit dem Daniel. Du bist Sexological Bodyworker. Was ist eigentlich Sexological Bodywork? Sexological Bodywork ist das nächste Mal ein guter Zungenbrecher. Ja, das ist wirklich. Also danke, dass du mich in dein Wohnzimmer eingeladen hast, das allererste Mal. Sexological Bodywork besteht eigentlich aus einer Art somatische oder Körperarbeit im Bereich von der Sexualität. Und die Idee ist von dieser Arbeit, dass man Körper und Geist zusammenbringt und damit eigentlich Menschen, die Interesse haben, ihre Sinnlichkeit, ihre Sexualität zu forschen oder die vielleicht auch Schwierigkeiten haben, am einen oder anderen Punkt, dass wir als Sexological Bodyworker für die Menschen als Coaches zur Verfügung stehen, um ganz teilweise auch ganz explizit ins körperliche Lernen einzutauchen und einfach, dass sie mehr erfahren dürfen, wie kann man zum Beispiel mehr Genuss erleben, wie kann Sexualität weniger Leistungsdruck sein, wie kann ich mehr leben, wie kann ich mehr Freude haben in der eigenen Sexualität. Wie kommt man, wenn ich mit einer Frau in Kontakt bin, intim, wie komme ich zu mehr Tiefe? Also jetzt sagen wir, wir sind irgendwie ein halbes Jahr, zwei Jahre schon zusammen und dann irgendwie das Ganze einfach ein bisschen eintöniger. Wie kann man dann wieder mehr zu einem Spiel, wie kann man mehr spielen und mehr entdecken? Was sind so für dich, so, wenn du jetzt so vielleicht zwei, drei Tipps, was ist wichtig oder was kann man machen, dass es wieder mehr Spass macht und dass man Neues entdeckt? Also, wir haben natürlich alle immer den Wunsch, den Golden Button, ja, okay. Und dann passiert das. Ein konkreter Tipp ist reden. Das heisst, ich mache etwas oder ich habe Lust auf etwas. Hast du auch Bock auf das? Ich würde dir gerne etwas anbieten. Hast du auch Bock auf das? Mhm. Und schauen, kommt man da überhaupt miteinander auf eine gemeinsame Schnittmenge? Mhm. Wenn nicht, okay, Korb. Vielleicht, aber vielleicht geht etwas anderes oder vielleicht geht mit dieser Person gar nichts und dann das zu respektieren und wieder loslassen. Mhm. Das ist der nächste Tipp. Mach langsam. Weil wenn wir ein Stückchen langsamer machen, die Sachen, die wir machen, haben wir mehr Zeit zum Wahrnehmen, was effektiv passiert, während wir es machen. Weil oft sind wir irgendwie etwas am machen, sind mit den Gedanken dort, aber gar nicht mit an dem Ort, wo es passiert, wo ich gerade berührt werde. Und wenn man das anfängt bewusst zu machen, hat man einfach, ohne dass man mehr Stimulus gibt, hat man mehr Erlebnis, wenn man einfach mehr kann spüren. Und das ist eigentlich einer der Schlüssel auch von Sexological Bodywork, oder kurz Sexbod, dass man Körperwahrnehmung tut, sensibilisieren und bewusster machen und dann kann eigentlich mit dem man arbeiten. Und vielleicht wir Männer, ja, also das gibt meistens, also ein ganz grosser Teil der Männer, noch sexokorporell, gibt es verschiedene Erregungsmodi. Die meisten Männer fahren den mechanischen Erregungsmodus. Mhm. Auch viele Frauen. Das heisst, eine relativ gleichmäßige irgendwie Berührung, intim, sehr fokal, sehr punktuell und eigentlich entkoppelt wirklich vom Körper wahrnehmen. Ja. Manchmal noch zu Fantasien oder zu pornografischem Material. Und das ist irgendwie gar nicht so recht zusammen. Das ist, würde ich sagen, eindimensional. Aber du hast so viel erotische Nutzfläche als Mann und als Frau, die komplett einfach aus der Acht gelassen wird. Und wieder sind wir eigentlich beim Punkt reden miteinander. Ja. Also wenn man dann etwas macht, hey, wie kommt es bei dir eigentlich an? Ich habe jetzt gerade irgendwie, sag mal, irgendwie, wie fühlt sich das an? Mhm. Ja, ich weiss nicht. Nein, sag mal, ist es angenehm, kützelt es dich, ist es irgendwie warm oder sticht oder wie fühlt sich das an? Sprache finden für Sexualität. Gut, kommen wir zum Schluss. wie kann man mehr Informationen, also zuerst mal, was bietest du
drei Tage und wo kommen wir zu mehr Informationen? Ja, also mein Angebot ist das von der Liebensfreude. Wir haben eigentlich eine Erinnerung Sexualpädagogik für Erwachsene. Einfach weil für mich gute Informationen zum Thema Sexualität, Liebe und Beziehung im Netz teilweise schon auch vorhanden sind, muss ich ein bisschen suchen. Aber immer noch rar sind im Verhältnis zu der ganzen pornografischen Ecke, die einfach riesig ist. Ja? Sind wir nur ein relativ kleines Feld. Und wir finden uns zum Beispiel in Zürich an der Akademie der Sinne. Ja. Dort geben wir momentan den Handwerker und den Handarbeitsabend. Das sind so zwei vergnügliche kurze Formate. Also, bin ich auch schon gesehen. Also dort ist wirklich, haben wir ja so ein Modell, das Modell von der Muschi, oder? Ja. Und zeigst dort, wie man kann, verschiedene Arten, wie man mit, ja, wie man mit Bewegungen und mit Massage und Und drumherum, das Drumherum, genau, was man so spürt, die Anatomie, die Physiologie, ja. das erklären wir zusammen mit meiner Partnerin. Mhm. Und ich finde es immer toll, einfach auch eine Frau, wo man wirklich, ich sage jetzt mal, alles kann fragen. Ja? Es kann immer noch ein Nein kommen. Aber wo man einfach auch fragt, hey, wie erlebst du als, jetzt, als einzelne Frau das? Mhm. Und dann so und einfach von uns beten auch die Erfahrung oder die Information kann holen. Mhm. Das ist sicher jetzt mal der Handarbeitsabend, wo es wahrscheinlich für euch könnte interessant sein. Wir bieten darüber Lebensfreude.com. Lebensfreude.com. Komm. Kannst du dann vielleicht noch einblenden? Ja, genau, so, genau. Du musst doch nicht beschreiben. Das andere ist, wir explorieren auch Richtung sinnlicher Dominanz. Mhm. Das heisst, für viele Menschen ist das Thema BDSM. Ein Thema. Das ist ein weitgreifendes Feld, aber so ist 50 Shades of Grey, hat genau, viele Menschen wieder auf das Thema gebracht. Das Thema ist schon ewig eigentlich ein Teil von der sexuellen Kultur, ganz, ganz weit zurück. Aber jetzt ist es einfach wieder aktuell. Menschen haben Fragen, wenn Sachen auch für sich entdecken. Mhm. Und wir gehen auf einem sehr soften Level, geben wir Menschen Informationen, wie sie können, neugierig, achtsam und mit viel Präsenz und Bewusstsein genau in diesem Thema forschen. Das richtet sich aber an Paar. Ja, ist gut. Oh. Das war schon vom heutigen Video. Wenn du mehr Informationen holen willst, wie gesagt, da unten sind die Links. Dann kannst du die Page von Daniel anschauen, das Angebot anschauen. Wenn dir das Video gefallen hat, ich meine, eben in der Liebe geht es immer ums Gehen und das Nehmen. Und wenn du jetzt das Gefühl hast, du hast jetzt die Liebe bekommen von mir, von Daniel, du hast irgendwie mehr Wissen, mehr Inspiration bekommen, dann kannst du auch die Liebe zurückgeben. Und zwar da unten hat es ein Kommentarfeld, da kannst du dort hineinschreiben, es wird sich gut anfühlen, die Gedanken frei zu machen. Auch wenn wir in der Schweiz immer ein bisschen das Zeug zurückhalten, ab und zu ist es cool. Das war es vom heutigen Video. Ich wünsche dir ganz viel Spass beim Ausprobieren und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Ciao zusammen.